Payment and Banking, der Podcast aus der Mitte der Fin-, Tech- und Payment-Branche mit eurem Host Christina Casala. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Alles legal, Fintech recht kompakt. Heute wieder mit einer Sonderausgabe. Wir machen uns das fast zur Gewohnheit, nur noch Sonderausgaben aufzunehmen. Das Thema heute klingt ein bisschen sperrig, ist es vermutlich aber gar nicht. Heißt nämlich die neue Verbraucherkreditrichtlinie und die Krux mit Buy Now, Pay Later und der Schwarmfinanzierung. Ich habe mir drei ganz tolle Gäste für diesen Podcast eingeladen. Und zwar ist das Anna Itzo-Wagner von Enerton, den Till Otto ebenfalls von Enerton und den Konstantin Fabricius, der ist Geschäftsführer vom Verband Deutscher Kreditplattform. Ich möchte euch ganz kurz vorstellen. Ich fange mit der Anna an. Anna ist Gründungspartnerin von Enerton und betreut den Aufbau des Frankfurter Büros. Sie ist Expertin für Bankaufsicht und Investmentrecht sowie Compliance. Anna, das stimmt doch so, oder? Fehlt was? Nein, hallo, grüß dich. Nein, klingt alles sehr richtig. Ich freue mich sehr auf die Runde heute. Dann mache ich mit deinem Kollegen Till Otto weiter. Er ist ebenfalls bei Enerton im Frankfurter Büro als Rechtsanwalt tätig und er berät regelmäßig Kredit-, Finanzdienstleistungs- und Zahlungsinstitute in allen Bereichen des KWG, des WPHG, des ZAG und des GWG. Darüber hinaus berät er Plattformen zu gewerberechtlichen Vermittlungslizenzen und Anbieter zu Fragen neuartiger Finanzierungsformen wie tokenbasierte Emissionen. Hallo Till. Hallo. Habe ich was vergessen? Nee, das klang ganz umfassend und ganz. Ich bin immer wieder beeindruckt, wo du es alles gefunden hast. Danke dir. Und last not least Konstantin Fabricius als Geschäftsführer des Verbandes Deutscher Kreditplattformen. Der Verband gründete sich vor 2,5 Jahren. Um der Online-Kreditbranche in Deutschland eine gemeinsame Stimme zu geben. Hallo Konstantin, Hallo. Grüße dich. Ich grüße euch alle. Schön hier zu sein, vielen Dank. Gut, ich habe es ja eingangs gesagt, die Verbraucherkreditrichtlinie und die Krux mit Buy Now, Pay Later und der Schwarmfinanzierung. Da muss man auch erstmal einen Sprachunterricht absolvieren, um das aussprechen zu können, oder? Ich würde gerne mal von euch dreien wissen, ihr kennt euch ja schon ziemlich gut. Ihr arbeitet eng miteinander, deswegen die Frage zunächst an dich. Was machst du in deiner Position als Geschäftsführer des Verbandes der deutschen Kreditplattformen und was hat die Verbraucherkreditrichtlinie damit eigentlich zu tun? Ja, also als Geschäftsführer des Verbandes vertrete ich die Interessen unserer Mitglieder und einige unserer Mitglieder, die sind im Thema Konsumentenkredit unterwegs. So, und deswegen interessiert uns das erstmal als Verband. Und wir bringen uns ein, weil wir natürlich erreichen wollen, dass die Vorschriften so ausgeformt werden, dass unsere Mitglieder damit gut leben können. Und die Verbraucherkreditrichtlinie, die hat jetzt nochmal zusätzlich Schub an Bedeutung erhalten, weil ganz neu, aber darüber werden wir ja vielleicht später nochmal intensiver reden, das Thema Crowdlending mit in den Anwendungsbereich hineingekommen ist. Genau. Jetzt Anna und Till, wo kommt ihr denn ins Spiel? Ich hatte es eingangs gesagt, meines Wissens arbeitet ihr immer wieder zusammen. Wann ruft euch Konstantin an, beziehungsweise wann ruft ihr ihn an und sagt, nee, so geht das nicht? Ja, Konstantin ist für uns so der perfekte Sparringspartner, wenn es um irgendwelche neuen Entwicklungen geht. Und die Verbraucherkreditrichtlinie, die dritte davon, ist natürlich so eine neue Entwicklung. Und am Anfang hat man so diesen massiven Text irgendwie gesehen und hat sich gedacht, was fangen wir denn jetzt eigentlich damit an? Und jetzt so langsam ist so ein Punkt erreicht, wo man so ein bisschen so in die Feinheiten reingeht und sich anguckt, was bedeutet denn das alles so im Detail? Und dafür ist Konstantin eigentlich immer der perfekte Ansprechpartner. Wir haben mit der Verbraucherkreditrichtlinie in der geltenden und in der zukünftig geltenden Fassung immer dann zu tun, wenn wir irgendeinen Mandanten haben, der irgendwie aus dem Bereich oder der im Bereich B2C als Fintech aktiv ist, dann sind die ganz, ganz oft mit der Thematik der Umsetzung, der nationalen Umsetzung in Deutschland oder in anderen europäischen Ländern beschäftigt. Mal wissen sie das, mal wissen sie es ein bisschen weniger, aber am Ende läuft es immer darauf hinaus.
dann würde ich ganz gerne mal ganz grundsätzlich klären, was ist denn die Verbraucherkreditrichtlinie eigentlich, Anna? Die Verbraucherkreditrichtlinie impliziert ja so ein bisschen die Zielrichtung der Regulierung ja bereits in ihrem Namen. Am Ende des Tages geht es hier, wie vermutet, um den Verbraucherschutz im Bereich der Kreditausgabe. Wir sprechen hier über ein Sammelsurium an Regelungen, an Vorschriften. Wir werden ja sicherlich jetzt auch im Zuge der nächsten anderthalb Stunden vermute ich mal darauf eingehen, an der einen oder anderen Stelle. Hier geht es insbesondere um Informationspflichten bei der Kreditausreichung gegenüber Verbrauchern. Hier geht es insbesondere aber auch um Mindestinhalte im Bereich des Vertrages. Hier geht es um das laufende Vertragsverhältnis, was gewissen Regularen unterworfen wird. Hier geht es auch um Compliance-Pflichten, wie im Zusammenhang mit der Prüfung der Kreditwürdigkeit, bevor hier ein Kredit ausgereicht wird. Hier geht es aber jetzt neuerdings dann demnächst auch um eine Fragestellung dessen, ob es vielleicht auch Caps eingeführt werden sollen im Bereich der Zinsberechnung oder Zinslast gegenüber dem Kreditnehmer und dergleichen. Das ist ein relativ breites Feld und warum das jetzt hier so ein bisschen in den Fokus gerückt ist, hat zum Hintergrund, dass insbesondere gewisse Kleinkredite, gewisse Bagatellgrenzen, die wir bislang regulatorisch hatten in den Mitgliedstaaten, quasi jetzt der Garaus gemacht wird. Sprichst du damit schon auch auf die Veränderung zu der Verbraucherkreditrichtlinie 2 an? Oder wer möchte antworten? Also die Frage ist ja sozusagen, es ist ja jetzt sozusagen der dritte Entwurf raus, soweit ich das verstanden habe. Das heißt ja, es gibt ja auch den zweiten Entwurf. Was hat sich denn verändert, Konstantin? Genau. Es verändert sich eine ganze Menge. Und vielleicht knüpfe ich da an, was Anna gerade gesagt hat, die Sache ist die, dass aus Sicht der Europäischen Kommission sich die Dinge geändert haben, seitdem wir die Verabschiedung der letzten Verbraucherkreditrichtlinie gesehen haben. Das war 2008. Und zwar in der Weise, dass zum Beispiel neue digitale Geschäftsmodelle dazugekommen sind und die jetzt nicht da reinpassen. Dass es abseits des regulierten Bereiches Geschäftsmodelle gibt, die sehr stark geworden sind. Dazu zählt zum Beispiel Buy Now, Pay Later, die in der Nische Erfolg haben. Und das sind so zwei Aspekte, wo die Kommission eben sagt, das müssen wir uns mal genauer angucken, ob es hier irgendwelche Verschuldungsrisiken gibt, ob es hier Friktionen gibt unter dem Gesichtspunkt des Responsible Lending. Naja, und dann hat sie jetzt letztes Jahr mit ihrem Vorschlag, das kam jetzt dann auch nicht so überraschend, weil sie ja vorher auch schon konsultiert hatte, dann gesagt, okay, wir müssen da eine ganze Reihe von Dingen eben anpacken. Und also spätestens wusste man, so will ich mal sagen, mit ihrer Verbraucheragenda aus dem November 2020, wohin sie so will. So, und worüber reden wir konkret? Ja, das ist ja das Spannende jetzt. Also so die Highlights sind sicherlich die Ausweitung des Anwendungsbereiches auf Kleinkredite unter 200 Euro, auf die zins- und gebührenfreien Kredite, auf Überziehungskredite, auf jetzt auch die Leasingverträge und eben, ich sagte es schon, auf Buy Now, Pay Later und sowie auch das Crowdlending. Das ist schon bedeutsam. So, und dann haben wir nochmal ausgeweitete Informationspflichten. Und jetzt sind dann auch, anders als bei der CCD2, Ratenkredite bis zu einer Höhe von 100.000 Euro erfasst. Da gab es eben einfach eine Anpassung aufgrund der Inflation. Dann gibt es, sagte Anna ja auch schon, das Verkaufsverbot für nicht angeforderte Kredite und die Obergrenzen. Nein, das, Anna, das sagtest du. Entschuldigung. Ja, und dann
Ein ganz wichtiger Punkt, über den wir, glaube ich, heute auch nochmal sehr ausführlich sprechen sollten, das sind die Anforderungen an die Kreditwürdigkeitsprüfung, die deutlich angehoben werden. Also das sind so aus meiner Sicht so die die wirklich interessanten Details des Kommissionsvorschlages. Mhm. Ja, und um das vielleicht noch zu ergänzen, so ein Aspekt ist irgendwie auch, also was ganz groß oder was im Fokus steht von der Richtlinie, vom Richtlinienentwurf, ist das Diskriminierungsverbot oder die Diskriminierungsverbote und grenzüberschreitende Vertragsabschlüsse und Angebote. Mhm. Okay. Dann fangen wir doch mal mit Buy Now, Pay Later an. Das haben wir letztendlich auch im Titel unseres Podcastes. Jetzt ist das ja in Deutschland überhaupt nichts Neues. Ja? Der Konsumentenkredit ist ja mehr oder weniger bei Now Pay Later durch Otto Neckermann Quelle ja doch schon seit Jahrzehnten bekannt. Ja? Quasi der letzte Schrei in unserer Branche. Ja? Mit Klarna und PayPal wurde es total populär, jetzt natürlich auch über die deutschen Grenzen hinweg. Du hattest es gerade gesagt, Konstantin, was bedeutet die Anpassung denn für dieses Geschäftsmodell? Ja, also kurz gesagt bedeutet das für dieses Geschäftsmodell, dass erhöhte Anforderungen zunächst mal auf die Anbieter zukommen und dann auch damit verbunden mehr Kosten. So, und ich glaube, man muss hier nur mal die Banken fragen, was die erlebt haben, als sie die Verbraucherkreditrichtlinie Nummer 1 und vor allem die Nummer 2 umgesetzt haben. Das ist schon ein sehr anstrengender Prozess gewesen, der sehr viel Geld gekostet hat. Denn worüber reden wir hier eigentlich? Was ist denn die Ausgangssituation? Ja, der Startpunkt für diejenigen, die nicht derzeit in den Anwendungsbereich der Verbraucherkreditrichtlinie reinfallen, ist ja nicht so wie bei den Banken das Niveau der Verbraucherkreditrichtlinie Nummer 2, sondern die fangen bei Null an. Das heißt, die fangen da quasi an, wo die Banken 1987 waren. Ja, und das müssen sie jetzt alles nachholen und sehr schnell auf das Niveau der Verbraucherkreditrichtlinie Nummer 3 kommen. So, und ich sagte es schon, gerade bei der Kreditwürdigkeitsprüfung wird zugelegt. Und hier muss man ja sehen, das Thema Kreditwürdigkeitsprüfung, das ist ja bisher jedenfalls, so wie es die Verbraucherkreditrichtlinie vorgibt, ja gar kein Thema für die Anbieter, die außerhalb des Anwendungsbereiches liegen. Und das ist bestimmt der stressigste Bereich und der möglicherweise auch die größten Auswirkungen haben könnte auf das Geschäftsmodell, weil man sich ja nur mal vorstellen muss, wie das wohl die Händler finden, die bei Now Pay Later auf ihre Angebote angebunden haben und wie finden die das wohl, wenn es dann zukünftig aufgrund der hohen Anforderungen bei der Kreditwürdigkeitsprüfung vermehrt zu Ablehnungen der eigenen Klientel kommt. Also ich glaube, das ist durchaus eine sehr große Herausforderung für diese Anbieter, jawohl. Mhm. Ich glaube, bei ganz vielen wird sich halt so ein bisschen so die grundsätzliche Frage nach der Fortsetzung unseres Geschäftsmodells stellen. Weil also es gibt viele, viele Anbieter, gerade in diesem Bereich Buy Now Pay Later, die in diesen Ausnahmen operieren oder unter diesen Ausnahmen operieren. Also gerade die 200-Euro-Grenze ist natürlich im Online-Shopping eine relativ interessante Ausnahme, eine relativ wichtige Ausnahme. Und wenn die dann plötzlich wegfällt und, wie Konstantin schon geschildert hat, die ganzen Anforderungen dann eingehalten werden müssen, ist natürlich schon so die Frage, wie wirkt sich das auf die Marge aus, die ja gerade in dem Bereich jetzt auch alles andere als auskömmlich ist. Ich glaube, da kann man schon den Rechenschieber mal anlegen und kann sich fragen, okay, rentiert sich das jetzt oder ziehen wir dann möglicherweise die Reißleine dann doch ein bisschen früher? Dann in die Runde gefragt, wie sieht denn oder wie sah denn eine Kreditwürdigkeitsprüfung bislang aus? Und wenn es jetzt sozusagen die Anbieter selber übernehmen müssen, was bedeutet das denn konkret für Sie? Ja, also gerade im Bereich der Kreditwürdigkeitsprüfung muss man sagen, dass da die Hürde enorm angehoben wird. Wir hatten jetzt unter der allgemeinen Verbraucherdarlehensregulierung, wie wir sie bislang hatten, ging es ja tatsächlich bislang eher darum, dass
nicht wirklich Zweifel bestehen durften an der Erfüllbarkeit der Vertragspflichten des Darlehensnehmers. Also das war eher, würde ich jetzt mal sagen, eine kursorische Prüfung, ne? Und nun geht es aber darum, dass diese Kreditwürdigkeitsprüfung unter den neuen Maßstäben dazu führen muss, dass der Darlehensgeber dann ein echtes, hartes Ergebnis vorliegen hat, wonach der Verbraucher wahrscheinlich seine Pflichten erfüllen kann. Ja? Also es ist schon so ein bisschen eine andere Dimension, die da eingeführt wird. Und ungeachtet der hehren Ziele der Regulierung muss man sich natürlich auch die Frage stellen, inwieweit man da auf der Verbraucherebene tatsächlich jedes Mal da einen Gefallen da tatsächlich tut, weil gerade diese niedrigschwelligen Kreditausreichungen, diese niedrigschwelligen Darlehen, gerade auch im Bereich der Absatzfinanzierung, wenn es um Güter geht, ja durchaus ihre Berechtigung hatten hier und dort. Also gesellschaftlich ihre Berechtigung hatten. Und da wurde jetzt statistisch einiges ins Felde geführt auf europäischer Ebene, warum das trotzdem eine enorme Gefahr darstellt, warum man dem am Ende des Tages irgendwie im Hinblick auf die hohen Kosten oder potenziell hohen Verzugskosten insbesondere einen Riegel vorschieben möchte, warum es da in gewissen Regionen von Mitgliedstaaten der EU auch zu hohen Verschuldungen gekommen ist, auch wenn wir hier über Bagatellgrenzen oder Bagatellbeträge sprechen. Da wurde dann teilweise auch auf Gesetzgebungsebene jetzt ins Felde geführt, dass auch 200 Euro in manchen Regionen der EU einen erheblichen Anteil des monatlichen Einkommens darstellen können. Also insofern ist das tatsächlich eine, finde ich, sehr, sehr schwierige Interessenabwägung, die man hier gefällt hat, zugunsten des Verbraucherschutzes, so das proklamierte Ziel. Würde mich natürlich auch so ein bisschen hier die Meinung in der Runde interessieren an der Stelle, wie das so gesehen wird, insbesondere auch von dir, Konstantin, weil ich finde das tatsächlich schwierig, wenn man jetzt diese Kredithürde so hoch setzt für Verbraucher, die vielleicht auch tatsächlich für den täglichen Bedarf ein Stück weit darauf angewiesen waren. Ja, und da gebe ich dir recht, dass erscheint erstmal ein wenig unverhältnismäßig, aber es ist ja eigentlich sogar noch schlimmer. Ja, und es ist ja nicht nur so, wie du völlig richtig gesagt hast, dass wir bislang das ja so haben im Anwendungsbereich der Verbraucherkreditrichtlinie Nummer 2, dass wir hier von erheblichen Zweifeln ausgehen können, die bestehen müssen, wenn man einen Kredit auslegen will. Zukünftig haben wir dann das Niveau eines Hypothekarkredites, ja, dadurch, dass es ja wahrscheinlich sein soll, dass der Kredit bedient werden kann, ja, und darüber hinaus haben wir ja zusätzlich jetzt dann noch Vorgaben, die sich aus einer EBA-Leitlinie zur Kreditvergabe und Überwachung ergeben für die konkrete Prüfung. So, und das muss man mal einordnen, worüber wir hier eigentlich reden. Ja, also das müssen wir ein bisschen mehr aufbohren. Also wir reden auf der einen Seite über den Verbraucherkredit. Das sind Kredite, ja, die sind eher niedrig. Ja, irgendetwas zwischen 1.000 und 50.000 Euro, sagen wir mal. So, und darüber bis 100.000, so wie es zukünftig sein soll, das ist sicherlich nicht der Großteil der ausgelegten Kredite. So, auf der anderen Seite haben wir den Hypothekarkredit. Das ist der Wohnimmobilienkredit, der typischerweise von den Menschen nur einmal im Leben aufgenommen wird oder von dem Großteil, weil es eben mit einer besonders großen Schuld verbunden ist, die über viele, viele Jahre zurückgezahlt wird. So, und was wir jetzt haben, ist eine Angleichung der Anforderungen des Konsumentenkredites an die Anforderung des Hypothekarkredites. Und da knüpfe ich genau an das an, Anna, was du sagst. Das muss man wirklich mal hinterfragen, dieses Konzept, ob das so richtig ist. Insbesondere deswegen, weil die Kommission ja in ihrem Vorschlag schreibt, dass zukünftig bei der Kreditwürdigkeitsprüfung es auf die Interessen des Verbrauchers ankommt. Und da steht nichts von den Interessen
der Banken oder der Kreditplattformen, die ja ihr Geld schöpfen durch die Investitionen von privaten und institutionellen Einlegern. Da steht nichts von systemischen Risiken. Über all das lesen wir da gar nichts. Und es wird also allein auf das Interesse der Verbraucher rekurriert. Es wird auf das Niveau des Wohnimmobilienkredites gehoben, führt aber am Ende dazu, und darüber reden wir am Ende des Tages ja, dass die Darlehensvergabe mutmaßlich teurer wird, weil mit der Darlehensvergabe einfach höhere Anforderungen im Kreditrisikomanagement in der Compliance verbunden sind. Und ob das Konzept so bis zum Schluss durchdacht ist, das wird ja nicht nur jetzt von uns hier hinterfragt, sondern das ist ja auch Gegenstand sehr intensiver Diskussionen im Parlament insbesondere. Ja, da gibt es sehr viele Abgeordnete, die davon nicht so richtig überzeugt sind, weil am Ende ja mit nichts gedient ist, wenn sich das Kreditangebot verkleinert, weil Wettbewerber aus dem Markt ausscheiden oder weil es einfach unattraktiv wird. Ja, man kann ja auch das Ganze nochmal ergänzen, dass man sagt, zumindest war das meine Lesart, dass man ein Stück weit sich nur auf die Risiken fokussiert hat, ne, und die Chancen dieses Kreditangebots eigentlich ausgeblendet hat. Also, und das ist, glaube ich, so ein bisschen die Krux, dass man hier eine sehr einseitige Sicht auf die Dinge hatte und dass man sich natürlich auch vergegenwärtigen muss, dass dieser Kreditsektor, würde ich jetzt mal sagen, ja auch aus einem gewissen Grund heraus entstanden ist. Und als Chance natürlich auch für die Verbraucher, nicht nur als potenzielles Risiko. Natürlich gibt es da Missstände, natürlich gibt es Risiken, die damit einhergehen. Aber diese Chance wird verbaut und dann stellt sich natürlich auch die Frage, wenn wir jetzt diesen Kreditsektor komplett auf ein Niveau heben, was im Prinzip der normalen Kreditvergabe durch Institute im klassischen Sinne irgendwie jetzt wieder angeglichen wird, dann ist dieser Sektor quasi nicht mehr existent am Ende des Tages. Und dann sind die Hürden natürlich für alle Verbraucher am Ende gleichermaßen hoch wie zuvor in der klassischen Kreditvergabe. Also es wird nach meinem Eindruck ein bisschen ad absurdum geführt. Aber, Wobei ich möchte was ergänzen. Wir müssen jedenfalls aus der Perspektive der Kreditplattform schon differenzieren. Das eine Thema ist eben, dass der Anwendungsbereich nach unten, dass der geöffnet wird, ja, für Geschäftsmodelle wie Buy Now, Pay Later. Auf der anderen Seite ist es so, wir als Kreditplattform, wir finden Kreditrisikomanagement prinzipiell sehr, sehr gut. Ja, wir sind Befürworter. Das machen wir sowieso, mal völlig losgelöst von den Anforderungen der Verbraucherkreditrichtlinie, weil wir ein Interesse daran haben, dass unsere Marktplätze sauber funktionieren. Denn ich wiederhole nochmal, unser Geld, das herausgelegt wird über die Online-Marktplätze an die Darlehensnehmer, das wird geschöpft auf der anderen Seite durch die Investitionen von institutionellen und privaten Investoren. Und die haben natürlich ein Interesse daran, ihr Kapital wiederzubekommen. Das heißt also, wir machen das sowieso schon, weil wir selber ein großes Interesse daran haben, weil sonst unsere Marktplätze nicht mehr funktionieren würden. Aber damit kann man natürlich verbunden diskutieren, wo gibt es Grenzen, ja, der Angemessenheit bei der Ausübung des konkreten Kreditrisikomanagements. Aber sehr wohl davon zu trennen, ist eben der erstgenannte Aspekt, wie ist das mit der Ausweitung des Anwendungsbereiches auf moderne Geschäftsmodelle? Brauchen die überhaupt ein Kreditrisikomanagement? Und wenn ja, wie weit kann das gehen? Also das nur zur Präzisierung. Was du ansprichst, ist ja einer der Punkte, die man vielleicht auch so ein bisschen kritisieren kann, dass das Muster, nachdem irgendwie die Richtlinie derzeit irgendwie strukturiert ist, dann doch eigentlich einem sehr, sehr klassischen Modell folgt, wie Kreditwürdigkeitsprüfung abzulaufen hat und gerade solche moderneren Modelle oder solche individuelleren Modelle nicht wirklich berücksichtigt, sondern es ist ganz klassisch immer noch dieses, wir haben eine Auskunftei und von der sind die Informationen beizuziehen und dann hat man eigentlich diesen Prozess, den er sich recht eindeutig auch aus den EBA-Leitlinien eigentlich abgibt. Und gerade modernere Modelle, dafür ist kein wirklicher Raum.
Ich würde mich an dieser Stelle gerne nochmal einklinken. Ihr redet sehr theoretisch. Können wir das mal an einem Beispiel festmachen? Also vor CCD3 und wie es davor ablief. Also ich stelle mir vor, ich bin ein Kunde. Also an welcher Stelle spüre ich überhaupt diese Veränderung und was spüren die Anbieter für eine Veränderung? Können wir das mal ein bisschen plastisch durchspielen? Naja, also wenn wir bei Now Pay Later nehmen, dann werden zukünftig wir möglicherweise Situationen haben, wo es öfter zu Ablehnungen kommt von Kreditwünschen. So, und das ist einfach bedingt durch die Kreditwürdigkeitsprüfung. Das hat noch nicht mal was damit zu tun, dass die Kreditwürdigkeitsprüfungsanforderungen erhöht werden, sondern einfach, weil es sie dann zukünftig gibt. So, und spätestens da an der Schnittstelle wird dann der Kunde, die Kundin das dann merken. Ja, und das ist das, was ich vorhin sagte. Also das ist eine wirklich spannende Frage. Das müsste man mal die Vertreterin der Buy Now Pay Later Branche fragen, was ihnen dazu einfällt. Ja, wenn dann die Händler das dann zukünftig stärker hinterfragen werden, wenn es zu Ablehnungen kommt. Ja, aber ich meine, was das Problem des einen ist, ist möglicherweise die Freude der anderen. Die Banken, die ja einen permanenten Kampf um die Schnittstelle führen, die freuen sich vielleicht. Ja, denn wenn dann die Wettbewerber, die bisher außerhalb des Anwendungsbereiches ihr Geschäft machen, zukünftig mit sich diesen Anforderungen stellen müssen, dann werden die Karten ja neu gemischt. Und vielleicht gelingt es den Banken dann an der Schnittstelle dann auch sehr viel besser zu performen, als das möglicherweise bisher der Fall ist. Ja. Genau, da möchte ich nämlich gerne anschließen. Also befinden sich, also ich meine, es gibt ja diverse Anbieter, ich hatte es ja eingangs gesagt, wie Klarna, wie PayPal, bieten ja jetzt alle eben auch diese Möglichkeit von Buy Now, Pay Later an. Befinden die sich jetzt mit einem halben Bein schon im Gefängnis? Na, wohl nicht. Also nein, das tun sie nicht. Also sie machen ja, also erstmal ist ja das, was sie tun, zulässig. Sie machen es eben nur nicht innerhalb des Anwendungsbereiches der Verbraucherkreditrichtlinie. Aber zukünftig, wenn dann irgendwann die Verbraucherkreditrichtlinie dann verabschiedet wurde, das wird ja jetzt sicherlich auch noch ein bisschen dauern und dann muss ja, weil es eine Richtlinie ist, der Rechtsakt noch umgesetzt werden in den Mitgliedstaaten. Also irgendwann, vielleicht 2024, vielleicht auch erst 25, das werden wir sehen, zieht es dann scharf. Ja? Und spätestens dann müssen alle prüfen, ob sie in den Anwendungsbereich reinfallen. Das ist ganz normal. Und wenn ja, wenn diese Frage beantwortet wird mit einem Ja, dann muss man natürlich dann entsprechend auch die Voraussetzungen erfüllen. Aber das weiß man ja spätestens mit der Verabschiedung der Verbraucherkreditrichtlinie. Da kann man sich ja darauf einstellen. Und man hat ja, weil wir ja mit allen Geschäftsmodellen mehr oder weniger europäisch unterwegs sind, ja auch ein Gefühl dafür, wie so die Umsetzungsfristen sind, was da für Anforderungen auf einen zukommen. So, und ich glaube, deswegen kann jeder Anbieter das relativ gut antizipieren, was da an Anforderungen auf einen zukommt. Möchtet ihr da noch was zu ergänzen, Anna und Till? Ja, vielleicht wäre es ganz spannend, wirklich immer dieses Beispiel, das du vorhin angesprochen hast, so ein bisschen irgendwie zu skizzieren, mal zu gucken, was bedeutet denn das denn im Detail? Also Stand jetzt, nehmen wir jetzt mal an, ich bestelle jetzt was im Internet, ich suche mir neue Klamotten aus in einem Online-Shop und habe eine Rechnung von 75 Euro und entscheide mich jetzt, ah ja, okay, das ist ja ganz spannend, ich kann das ja später zahlen, weil vielleicht passt mir das eine oder andere Stück ja nicht, das ist ja so das Paradebeispiel, der Paradeanwendungsbeispiel, Paradeanwendungsfall von Buy Now Pay Later und sage, okay, ich zahle das jetzt mit Klarna zum Beispiel. Dann wäre das in der Regel eine entgeltliche Finanzierungshilfe. Ich wäre allerdings unter den 200 Euro, deswegen hätte ich das Ganze, was irgendwie mit den Verbraucherkrediten normalerweise noch mit einhergeht, eben nicht. Das wären vor allem irgendwie Informationspflichten und eben dann diese Pflicht zur Kreditwürdigkeitsprüfung. Ab 200 Euro wäre ich klar im Anwendungsbereich. Wenn jetzt die CCD3 in Kraft tritt, dann würde es bedeuten, schon bei diesen 75 Euro hätte ich einen echten Verbraucherkredit
beziehungsweise die analoge Anwendung. Das würde bedeuten, ich müsste zustimmen, dass eine Bonitätsprüfung stattfindet von Klarna. Das heißt, Klarna müsste irgendeine Auskunft befragen oder abrufen, ob da irgendwelche negativen Eintragungen sind. Dann hätte ich die vollen Informationspflichten. Das heißt, ich hätte eine Menge mehr Papier als derzeit. Und ein ganz, also so ein Fakt oder ein Faktor, der zum Beispiel mit dann einhergeht, was irgendwie so ein bisschen so ein echter Dealbreaker werden könnte, ist, dass ich bei Verbraucherkrediten eine echte Schriftformerfordernis habe. Das heißt, ein Verbraucherkredit darf ich per se eigentlich nur handschriftlich unterschrieben abschließen. Wenn ich das Erfordernis hätte, das wäre, glaube ich, der Tod von Buy Now Pay Later im Onlinehandel. Das kann substituiert werden, wird ein bisschen technisch. Man hat ja die eIDAS-Verordnung, da gibt es irgendwie die Möglichkeit, dass das irgendwie so externe Vertrauensdiensteanbieter die Unterschrift übernehmen. Aber das machen solche Anbieter wie IDNOW oder andere WebID dergleichen, die das üblicherweise eigentlich bei der geldwäscherechtlichen Identifizierung machen, die bei einem Verbraucherkredit vorgeschrieben ist, wie er von Banken vergeben wird. Da kriege ich das gar nicht mit, da stört das diesen Vergabeprozess auch nicht, weil ich sowieso damit schon eigentlich rechne, dass ich diese Identifizierungspflicht habe. Bei meinem 75 Euro Online-Shopping-Einkauf habe ich das wohl eher nicht. Und das ist auch so ein bisschen tatsächlich die Frage, wie wird der Kunde das akzeptieren oder wird er das überhaupt akzeptieren? Weil das würde ja zum Beispiel auch schon bei 13 Euro gelten. Also unabhängig mal von der Frage, ob das jetzt überhaupt von den Anbietern geleistet werden kann, die jetzt plötzlich irgendwie alle H&M-Kunden und Amazon-Kunden irgendwie identifizieren müssten, ist so ein bisschen die Frage, wie gut der Kunde das findet, wenn er um 23.59 Uhr oder 1.59 Uhr nachts irgendwie dann plötzlich noch Web-ID oder IDNOW irgendwie absolvieren muss. Das sind so die Konsequenzen, die Stand jetzt irgendwie damit einhergehen würden. Und da ist ein bisschen die Frage, wird das fliegen? Das heißt also, bei jedem einzelnen bei jeder einzelnen Shopping-Tätigkeit muss ich mich nochmal extra identifizieren. Können denn eigentlich die IDNOWs dieser Welt das überhaupt ableisten? Also die haben schon ganz ordentliche Kapazitäten, aber das wird, glaube ich, schon mal, also das wäre nochmal ein riesen Mehr an Aufwand. Also es ist auch tatsächlich die Frage, ob das überhaupt so kommen wird. Also diese Schriftformerfordernis ist derzeit auch noch vorgesehen in dem Entwurf. Und da lässt die Kommission aber so ein bisschen den Mitgliedstaaten die Tür auf und sagt, also wenn ihr solche Schriftformerfordernisse habt, dann könnt ihr die beibehalten und ansonsten könnt ihr sie aber auch gerne weglassen. Weil die letzte Verbraucherkreditrichtlinie, die stammt von 2008, da war das einfach mit dem Online nochmal was anderes als jetzt heutzutage. Aber wenn Deutschland sich entscheidet, das beizubehalten und derzeit ist es Rechtsstand, dann wäre das die Konsequenz. Das heißt, wobei man allerdings sagen muss, dass der Trend schon hin zur Medienbruchfreiheit geht. Das ist europäisch getrieben. Das ist, glaube ich, etwas, das kann dann auch in der Umsetzung die deutsche Bundesregierung nicht ignorieren. Und man hat auf jeden Fall mit dem, was da gerade zu diesem Thema ja auch auf europäischer Ebene passiert, gute Argumente. Ja, und am Ende ist es ja so, ich würde denken, die Bundesregierung hat kein Interesse daran, dass die ganzen Geschäftsmodelle, die jetzt dann zukünftig in den Anwendungsbereich fallen sollten, dass die Schwierigkeiten bekommen und dass da digitale Ideen vor die Hunde gehen. Ja, im Gegenteil. Jetzt gab es ja gerade letzte Woche eine große Runde des Bundesfinanzministeriums. Ja, verschiedene Vertreterinnen und Vertreter aus der Digitalbranche wurden eingeladen, um verschiedene Herausforderungen für die Branche zu diskutieren. Ja, und vor diesem Hintergrund muss ich sagen, bin ich eigentlich doch sehr optimistisch, dass wir am Ende einen praxistauglichen Umsetzungsentwurf sehen werden. Also ich bin da verhalten optimistisch. Es ist ein Risiko, also das, was Till sagt, das ist völlig richtig, aber ich bin sehr optimistisch. Nein, nicht nur verhalten. Da bin ich vollkommen bei dir. Das war jetzt auch ein bisschen den Teufel an die Wand gemalt, immer so ein bisschen das Ganze irgendwie zum Ad absurdum geführt. Aber ich glaube auch, dass man da eine Lösung finden wird. Man könnte ja auch beispielsweise sagen, also die Lösung könnte ja aussehen, dass man sagt, die Ausnahmen werden abgeschafft, das sind tatsächlich alles Verbraucherkredite, aber erst ab dieser 200-Euro-Schwelle oder erst ab der Schwelle der derzeit geltenden Ausnahmen gelten solche besonderen Erfordernisse.
ich muss mal auf diese 200 Euro kommen. Was ist denn das für ein Betrag? Wo kommt der denn her? Also wer haben die das erwürfelt oder mal munter Zahlen gezogen? Oder? Nee, das sind ja... Nee, also da ist man ja irgendwie, also wie immer bei so einer Gesetzesentwicklung irgendwie so ein bisschen in der Situation, dass man sagt, man muss da halt irgendwo mal eine Grenze festlegen. Und klar, man kann jetzt nicht sagen, dass der 201-Euro-Kredit wesentlich gefährlicher ist als der 199-Euro-Kredit. Ich glaube, es liegt in der Natur der Sache, dass man da einfach mal irgendeine Farbe bekennen muss und muss sagen, ja, okay, das ist jetzt der Betrag. Das Ganze ist ja auch schon... 2008 hatte das ja auch schon eine gewisse Geschichte und da hat man ja auch Marktzahlen und weiß so ein bisschen, in welchem Bereich so die meisten Darlehen vergeben werden und wo so ein bisschen die Musik spielt. Ja, weil Anna hatte das ja vorhin gesagt, ne? Es ist ja gesamteuropäisch betrachtet und 200 Euro können ja dann doch aber auch für manche Mitgliedstaaten quasi oder Mitglieder dieser Staaten einfach das Monatsgehalt bedeuten. Ja, oder sogar noch darüber hinaus. Man muss ja teilweise innerhalb der Mitgliedstaaten ja auch noch regional unterscheiden. Mhm. Und ich glaube, das ist auch einfach stets die fortdauernde Herausforderung, die wir durch die europäische Regulierung immer haben, dass wir halt doch ein wahnsinniges Gefälle bisweilen haben in den Mitgliedstaaten oder zwischen den Mitgliedstaaten, was natürlich die Kaufkraft angeht. Und dann innerhalb der Mitgliedstaaten ja dann teilweise auch nochmal ein wahnsinniges Gefälle gegeben sein kann. Ne? Dass in den südeuropäischen Staaten aber nicht nur, ne, das ist also gerade teilweise unterscheidet sich das ja auch im Hinblick auf eher städtische Strukturen oder eher ländliche Strukturen. Da können die Einkommensstrukturen auch komplett auseinanderfallen. Insoweit sind da die Entwürfe tatsächlich ganz spannend, auch mal zu lesen, weil da auch viel statistisch ausgewertet wurde und auch mal schon versucht wurde, auch darzulegen, wie man jetzt eigentlich darauf kam, dass auch 200 Euro eine Bürde sein können. Also tatsächlich existenzbedrohend. Absolut. Oder tatsächlich, oder vielleicht auch hintenrum. Wenn es dann darum geht, dass dann gewisser Verzugszins oder Verzugskosten extrem hoch sein können oder extreme Belastung darlegen können. Darf ich noch kurz was ergänzen? Genau. Und zwar mit den 200 Euro. Das ist nämlich wirklich eine sehr spannende Frage. Woher kommen diese 200 Euro? Und vielleicht versuchen wir uns zurückzuversetzen in das Jahr 2006, 7, 8, wie die Welt da aussah vor der Finanzkrise. Und damals hatten wir ja noch nicht diesen Schub an digitalen Geschäftsmodellen, so wie wir ihn ja dann vor allem durch die Finanzkrise dann erlebt haben. So, und das war die Welt, da war die Hausbank noch so, wie sie sich gerne sieht. Ja, sie war im Mittelpunkt des Geschehens und hatte natürlich auch Interesse daran, dass die Pflichten, die Pflichten im Zusammenhang mit der Kreditvergabe nicht überbordend sind. So, und diese 200-Euro-Grenze, die ist eben auch ganz stark dadurch getrieben. Ja, aber damit komme ich auf etwas zurück, was ich zu Beginn kurz mal erwähnt hatte. Der Punkt scheint doch eben aus Sicht der Europäischen Kommission zu sein. Und wenn ich mich recht entsinne, wohl auch schon aus Sicht der BaFin. Ich meine nämlich mal dazu was gelesen zu haben. Es ist nämlich so, dass dadurch, dass wir uns jetzt eben in einem Bereich befinden bis 200 Euro, der wirtschaftlich extrem prosperiert, ja, wir eben, und das ist ja eben durch Folgenabschätzungen im Zusammenhang mit der CCD3 jetzt auch dargelegt, schon höhere Verschuldungsquoten haben. Und zwar vor allem bei den Jüngeren. Ja, das hat die BaFin ganz deutlich mal im vergangenen Jahr beschrieben, dass sie davor warnt, sich zu leichtgläubig auf bestimmte Geschäftsmodelle einzulassen, weil das eben sehr schnell dazu führen kann, dass man, weil man vielleicht auch noch unerfahren ist, die Dinge nicht so richtig im Blick hat und dann hat man schwuppdiwupp eine hohe Verschuldung. Und übrigens, das fällt mir auch zur Sekunde noch ein, es gab ja jetzt Anhörungen im Europäischen Parlament anlässlich der Vorstellung des Berichtsentwurfs der Berichterstatterin aus Tschechien. Und dann jetzt zuletzt, letzte Woche, am Montag, meine ich war es, gab es die Diskussion der Änderungsanträge der europäischen Parlamentarierinnen und Parlamentarier. Und in dem Zusammenhang jeweils wurde auch darauf hingewiesen, dass es verstörend wirkt, dass es also offenbar Jugendliche gibt in den Mitgliedstaaten, die das wohl cool finden,
zum Beispiel Buy Now, Pay Later Schulden zu haben. So, und das ist wahrscheinlich genau das Signal, was der europäische Gesetzgeber jetzt nicht sehen wollte. Ja, und deswegen will er da jetzt diesen Gap auch schließen, der eben ursprünglich mal aus Richtung der Banken kam, ja, um ihnen das Leben auch an der Stelle etwas leichter zu machen. Das ist also wirklich ein ganz interessanter Punkt. Ja, und vielleicht ergänzend dazu, das ist ja jetzt nicht nur irgendwie die EU-Kommission, die das Ganze jetzt vorantreibt. Also die zeichnet da jetzt auch ja grundsätzlich, also in Grenzen irgendwie auch einfach nur das nach, was hier durch die Rechtsprechung irgendwie in die Feder diktiert wird oder in die Feder diktiert wurde. Also es gibt wohl kaum einen Bereich, der, glaube ich, die Rechtsprechung so sehr beschäftigt hat wie die Verbraucherkredite. Und also gerade in den jüngsten Jahren waren, also haben sich die Urteile des Europäischen Gerichtshofs zur Verbraucherkreditrichtlinie 2 massiv gehäuft. Und der Europäische Gerichtshof hat ein Institut und ein Prinzip im Grunde entwickelt, das nennt sich Responsible Lending. Und das ist das, was die CCD3 jetzt eigentlich so ein bisschen auch nachzeichnet. Das nimmt so ein bisschen vorweg, was jetzt in der CCD3 oder der EuGH hat damit so ein bisschen vorweggenommen, was die CCD3 jetzt verschriftlicht, nämlich insbesondere dieses Prinzip, wie muss die oder welchem Muster oder welchem Bild muss die Kreditwürdigkeitsprüfung folgen? Muss das jetzt, ist es ein relativ formaler Akt oder besteht da eine tatsächlich materielle Pflicht? Und dieses Prinzip, das da jetzt verankert wurde oder verankert wird, nämlich dass ich prüfen muss, ist denn überwiegend wahrscheinlich, dass der Verbraucher das zurückzahlt? Das ist so ein bisschen dieses, ich muss mich inhaltlich wirklich damit auseinandersetzen, wer ist denn mein Kunde? Es darf eben nicht mehr nur dieses Massenzahlungsgeschäft sein, sondern ich muss individuell schauen, ist denn das jetzt derjenige, der schon die 19 anderen Teilzahlungskredite hat, oder ist das jetzt einer, der sagt, ja, okay, ich nutze das jetzt mal für eine kurzzeitige Finanzierungshilfe? Wobei das ja interessant ist an der Stelle auch, wo du den EuGH ins Spiel bringst, dass der EuGH ja geurteilt hat, etwas zur Kreditwürdigkeitsprüfung, die im Interesse des Darlehensnehmers erfolgen soll. So, und damit hat er ja nicht gesagt, dass nicht irgendwelche anderen Aspekte auch mit zu berücksichtigen wären. Was hat die Kommission daraus gemacht? Die hat sich ganz einfach gemacht. Und das ist durchaus ja das, die Herausforderung, über die wir vorhin sprachen. Die Kommission hat das jetzt so 1:1 umgesetzt. Jetzt steht da, dass die Kreditwürdigkeitsprüfung im Interesse der Darlehensnehmer zu erfolgen hat. So, und zum Beispiel Aspekte wie das öffentliche Interesse, ja, daran, dass Kredite zurückgezahlt werden können, oder wie zum Beispiel das Interesse derjenigen, die bei Banken Geld einlegen, das nachher als Darlehen herausgelegt wird, oder das Interesse der Investorinnen und Investoren, das herausgelegt wird als Darlehen, spielt alles keine Rolle. Ja, und also mir erscheint diese 1:1 Umsetzung der Rechtsprechung des EuGH an der Stelle nicht sehr überzeugend, weil, und das halte ich für einen wichtigen Punkt, den ich gerne nochmal wiederholen möchte, weil zum Beispiel die Hypothekarkreditrichtlinie 2014 ja als Antwort auf die Finanzkrise verabschiedet wurde. Und man hat damals gesagt, wir brauchen auch für den besicherten Wohnimmobilienkredit eine Antwort des Regulators, um zukünftig auch die systemischen Herausforderungen zu adressieren. So, und was macht man jetzt? Man hebt jetzt für den Bereich der Kreditwürdigkeitsprüfung die Anforderung auf das Niveau der Hypothekarkreditrichtlinie, schaut aber scheinbar nur auf die Interessen der Darlehensnehmer. Also auf mich persönlich scheint das an der Stelle kein besonders überzeugendes Konzept. Also vielleicht kurz noch zum Zinscap. Ich persönlich sehe den kritisch. Ich glaube auch nicht, dass es dafür eine Notwendigkeit gibt. Die Verbraucherschützer, die werden jetzt wahrscheinlich fluchen, wenn sie das hören, weil sie natürlich genau das Gegenteil vertreten. Aber tatsächlich, damit knüpfe ich an das an, Till, was du gerade gesagt hast, auch zum Zinscap, ja, ist also aus meiner Sicht nicht hinreichend die Notwendigkeit und da nachgelagert dann auch die Wirksamkeit verbunden. Ja, und ich
Kann das, was da passiert im Rat und im Europäischen Parlament, vielleicht jedenfalls als Momentaufnahme vielleicht auch so zusammenfassen, dass das auch deswegen wohl in der Diskussion ist? Ja, also das ist jetzt noch nicht in trockenen Tüchern, weil es ganz offenbar in der Breite des Parlaments noch Diskussionsbedarf gibt, genauso wie auch im Rat. Ja, und das ist diskussionswürdig. Jetzt bist du ja, Konstantin, hier als Vertreter des Verbandes der der Kreditplattformen. Wie diskutiert ihr das denn innerhalb des Verbandes? Wir haben da formale Diskussionswege und Gremien, und bei uns ist das der Rechtsausschuss, und da wird die Verbraucherkreditrichtlinie diskutiert. Ja, und da werden die Positionen gebildet und stehen übrigens auch transparent bei uns auf der Homepage. Kann man nachlesen, was wir von der Verbraucherkreditrichtlinie halten. Ja, so machen wir das. Also ich glaube, meine Frage war ein bisschen unklar formuliert. Die Sache ist ja, wenn ich mir das so anhöre, geht es ja mitunter für die Mitglieder, die du vertrittst, ja manchmal auch jetzt schon auch ins Eingemachte. Es sind Kostenfragen, die geklärt werden müssen, vielerlei Dinge. Also ich meine, wenn ich mir das so anhöre, alle werden es nicht durchhalten, oder? Ja, also zunächst mal haben wir keine Berührungsangst mit der Verbraucherkreditrichtlinie. Das ist völlig in Ordnung für uns. Das liegt einfach daran, dass wir ja in Deutschland das sogenannte unechte Crowdlending haben. Das heißt also, anders als in dem Rest der EU ist das ja bei uns so, dass wenn der Schwarm eine Summe Geldes zusammengesammelt hat, die als Darlehen herausgelegt wird, dass das in Deutschland jedenfalls nur über ein nach § 32 KWG erlaubtes Kreditinstitut geschehen kann. So, und dieses Kreditinstitut, die sogenannte Fronting Bank, die ist ja verpflichtete, was die Verbraucherkreditrichtlinie betrifft. So, das heißt also, das Thema ist für uns überhaupt nicht neu, weil natürlich die Plattformen, die im Bereich Konsumentenkredit unterwegs sind, das Thema schon längst in ihren Prozessen haben. So, was jetzt aber neu ist, ja, und vielleicht diskutieren wir das jetzt auch nochmal, das ist ja das jetzt auch das Thema Crowdlending mit in den Anwendungsbereich der der Verbraucherkreditrichtlinie hineinkommt. So, und da kommen wir gleich zum nächsten fragwürdigen systemischen Bruch. Es ist nämlich so, dass die Verbraucherkreditrichtlinie ganz offensichtlich nicht vom deutschen Modell ausgeht, sondern allein von dem Modell des echten Crowdlending. Was ist das echte Crowdlending? Vereinfacht gesagt ist das da so, das gibt es ja in verschiedenen Spielarten, die Investoren schließen den Vertrag mit dem Darlehensnehmer. So, und in dem Fall ist es durchaus so, dass man sich eben fragen kann, macht es Sinn, ob man dort dann eine Verpflichtung mit Blick auf die Verbraucherkreditrichtlinie schafft. Aber was machen denn die, die ein Fronting-Bank-Modell haben müssen, weil es das nationale Recht eben vorgibt. Das ist eine wichtige Frage, die können wir ja gleich nochmal diskutieren. Und damit möchte ich auch noch auf einen zweiten wichtigen Komplex hinweisen, der auch von Relevanz ist. Und zwar, jetzt haben wir ja die ganze Zeit darüber gesprochen, dass man das, was man zum Beispiel im Zusammenhang mit der Kreditwürdigkeitsprüfung macht und die Informationspflichten und was da alles noch an zusätzlichen Schutzmaßnahmen für den Verbraucher, der Kreditnehmer ist, hinzukommt, dass das wichtig ist. So, und bei der Schwarmfinanzierung ist es doch aber so, dass man auch Verbraucher hat, die Investoren sind. Und die werden bei der Verbraucherkreditrichtlinie gar nicht adressiert. Also es wird hier nur sehr einseitig durch die Verbraucherkreditrichtlinie
das Interesse der Verbraucher, die Darlehensnehmer sind, berücksichtigt. So, und gerade neulich bei einer der Anhörungen sagte der Vertreter der Europäischen Kommission hierzu, ja, stimmt, das sehen wir auch, das ist ein Problem, aber das ist hinzunehmen, denn wenn wir jetzt nicht die Chance nutzen, die uns die Verbraucherkreditrichtlinie Nummer 3 bietet, um den Schutz bei Schwarmfinanzierungsdienstleistungen für Verbraucher einzuführen, dann haben wir auf Jahre hinaus keine nächste Gelegenheit. Und man kann an der Stelle als Schwarmfinanzierungsplattform nur sagen, wie gut, dass es noch den Rat gibt. Denn dort ist das so, dass jedenfalls eine Mehrheit, die es jetzt schon seit Weihnachten gibt, muss man so sagen, der Meinung ist, dass das nicht geht. Dass dieses Konzept, dieses Rechtskonzept nicht trägt. Denn man kann nicht so argumentieren, dass man hier nur einseitig die Interessen der Darlehensnehmer berücksichtigt und die Investoren lässt man völlig außen vor. Und deswegen, wenn man sich die letzten Ratsversionen ansieht, sieht man ja auch, dass das Crowdlending herausgestrichen ist. So, und ich halte das auch an der Stelle für richtig, aber wohlgemerkt, allein weil ich glaube, dass es von der Rechtssystematik her nicht trägt. Sehr wohl glaube ich aber, dass es Sinn macht, einen Regelungsrahmen zu schaffen. Ja, aber der müsste dann eben anders aussehen. Ja, das ist immer so eine schlechte Eigenschaft, dass man eher über die Risiken spricht. Dann müssen wir das einfach nochmal erweitern, um welche Chancen bietet es eigentlich? Vielleicht hast du ja noch abschließend als Berufsoptimist, Konstantin, noch drei Sätze zu den Chancen und was du dir wünschst. Also die Chancen, die liegen für den Verband vor allem darin, dass eine Stärkung des Verbraucherschutzes immer auch sehr gut ist. Das muss man sagen, ja, denn am Ende ist es so, unsere Marktplätze, die funktionieren nur, wenn die Verbraucher, seien sie private Investoren oder seien sie eben Konsumenten als Darlehensnehmer, wenn sie das Gefühl haben, dass sie ernst genommen werden. Aber was eben wichtig ist, Verbraucherschutz mit Augenmaß. Und da denke ich, da gibt es noch Baustellen, muss nachgeschärft werden. Wir hatten jetzt ja eine ganze Reihe von Punkten heute genannt. Also das Thema Kreditwürdigkeitsprüfung, das schreckt uns jetzt jedenfalls nicht so. Ja, das kennen wir eh schon. Ja, sehr wohl muss man aber, wie gesagt, diskutieren, ob dieses Upgraden auf das Niveau eines Wohnimmobilienkredites, ob das wirklich sinnvoll ist. Das ist es bestimmt nicht. Und dann muss man eben auch mal hinterfragen, wir hatten es ja, Diskriminierung, Verbot, Caps, ja, die ja am Ende des Tages doch wieder zunehmenden Informationspflichten. Also ist das alles im Sinne des Verbrauchers oder ist da vielleicht nicht nochmal Nacharbeit notwendig? Naja, und dann muss man eben sagen, es ist ja nicht weg das Thema, wenn wir die Schwarmfinanzierung aus dem Anwendungsbereich der Verbraucherkreditrichtlinie herauslösen. Das wird uns immer begleiten und sowieso, weil wir qua Berufseinstellung uns von morgens bis abends darüber Gedanken machen, wie der Verbraucherschutz umgesetzt werden kann. Ja, aber es gibt sicherlich bessere Orte. Ja, ein solcher Ort, und das könnte sein, die Schwarmfinanzierungsverordnung. Ja, die ist möglicherweise ein Ort, wo das gut hingehört. Aber bevor ich da jetzt in die Einzelheiten einsteige, vielen Dank. Also, ich merke, wir bleiben im Gespräch. Das Thema ist noch nicht zu Ende diskutiert. Bis hierhin danke ich euch sehr, sehr herzlich. Ich habe sehr viel gelernt. Ich hoffe, unsere Hörer auch. Ich bedanke mich bei Anna Itzo-Wagner, bei Till Otto und bei Konstantin Fabricius. Herzlichen Dank. Vielen Dank.